Ho, ho, ho. Vom draußen, vom Frostmoor, da komme ich her und sage euch, es weihnachtet sehr. Es ist sehr frostig bei uns, wie man sieht. Das ist kein Schnee, das ist alles reif. Wir haben seit Tagen nicht mehr über 0 Grad gehabt, alles im Minusbereich. Und was so an Feuchtigkeit in der Luft ist, das hat sich jetzt niedergeschlagen und macht diese Weise Freude. Aber Schnee ist da noch nicht dabei. Trotzdem, die Kälte und das Ambiente, die machen einem doch schon eine heimelige weihnachtliche Stimmung. Und die Tiere freuen sich bestimmt auch jetzt gleich über etwas Futter. Es sind gar nicht so viele unterwegs. Die sparen auch Kräfte und Energie, wo es nur geht. Mal gucken, wie es gleich da oben an der ersten, nein Quatsch, an der großen Futterstelle ist. An der ersten war ich schon. An der ersten Futterstelle war noch gar niemand heute, als ich angekommen bin. Das ist schon nach 10, geht bestimmt schon Richtung 11. Aber die Tiere, die haben sich auch verkrümelt bei den Temperaturen. Und erst als ich wieder Richtung Fahrrad mich aufmachte, da habe ich das erste Mal was krähen gehört. Und jetzt so allmählich höre ich rundum, dass sich die, zumindest die Schwarzröckchen sammeln. Ein paar Meisen und Finken habe ich unterwegs in den Büschen entdeckt. Na, warten wir mal ab. Das ist bei dem grauen Himmel ja wieder kaum auszumachen. Aber dieses Bärchen hier, das fliegt zur Stelle 1. Die liegt ja da. Genau in Blickrichtung. Ich habe eben schon einen ganzen Pulk Schwarzröckchens dahinfliegen sehen, aber man sieht von ihnen nichts. Man hört nur ab und zu mal was. Also da sind sie. Man muss ja sagen, das ist eine vorgezogene Bescherung. Weil nämlich die Eichhörnchen zum Beispiel sind schon seit über einer Woche, seit im Prinzip das frostige Wetter begonnen hat, nicht wieder aufgetaucht. Die befinden sich in Winterruhe. Und deshalb habe ich, als das angekündigt wurde, das Wetter für die Eichhörnchen, die Bescherung schon vorgezogen. Und das hatten sie ja auch noch wirklich dankbar angenommen. Und bei den Krähen, ja, ja gut, da kannst du immer kommen. Die können das immer gebrauchen, ne? Da ist ja sozusagen immer Bescherung. Aber da die Eichhörnchen ja Winterruhe halten, kannst du bei so einem Wetter mit Weihnachtsfilm, wenn so ein Wetter ist, ja nichts gewinnen. Und muss das dann machen, wenn sie noch wach sind.
Ich würde ja gern mal wissen, ob das ein Kobel ist da oben. Ah, sieht fast so aus. Vielleicht liegt da ein Eichhörnchen drin und schläft friedlich. Na, kommt runter, Kinders. Ja, ich weiß, irgendwas hat euch erschreckt, das Geknalle vorhin. Es gab vorhin da hinten eine Salve von Böllern. Da hat jemand so eine Batterie abgefeuert. Weil man ja bei uns Silvester nicht feuern darf, wird das einfach schon vorher gemacht. Und das war so nah dran und so laut, dass die Tiere jetzt alle erschrocken sind. Kann ich ja verstehen. Ich stand da und habe die Futterstelle befüllt und fühlte mich, als würde ich auf dem Schießplatz stehen. Das sind jetzt die letzten Krümel, die da geholt werden. Und wie man sieht, das ist so wenig, da kriegt nicht jeder was ab. Das steht fest. Für die Massen reicht das schon längst nicht mehr. Aber zumindest etwas hilft's.
So, auch wenn irgendwie Unruhe drin ist heute und die Tiere dauernd flüchten, ich krieg, also auch wenn ich gar nichts mitbekomme davon, ich habe vielleicht einen Gassigänger jetzt mitbekommen und von Weitem mal welche gesehen, aber es ist eigentlich ruhig. Trotzdem sind die Krähen vor allen Dingen in heller Aufruhr. Eichel hier und so. Und ich glaube, ich habe einen kleinen Zaunkönig getroffen hier an der Stelle. Von Mäuschen ganz abgesehen, die da hinten noch in den Bäumchen rumsausen. Aber wie man sieht, die Krähen sitzen oben im Mast und auf dem Baum, wipfeln und warten auf irgendwas, was da kommen soll. Ich ziehe mich jetzt auch zurück, weil ich bin durchgefroren. Das ist so kalt, dass man sich nicht lange aufhalten kann. Ich habe die Sachen verteilt, die Bescherung ist abgeschlossen, sozusagen. Eine vorgezogene Bescherung ist das. Man muss sich ja hier draußen nach der Natur richten und nicht nach unserem Kalender, ist halt so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ist doch ein bisschen winterliche und weihnachtliche Stimmung hier. Und ich dachte mir, das wird zu Heiligabend bestimmt viel Spaß machen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, im nächsten Video. Und ich bedanke mich fürs Interesse und fürs Zuschauen und sage bis dann. Tschüss und frohe Weihnachten.